Hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen Projekt von mir und zwar Risen 1. Ich habe das Spiel schon Ewigkeiten, ich glaube ich habe es seit dem Release, als es da damals rausgekommen ist, habe ich es mir sofort gekauft im Laden. Und ja, ich habe es auch schon ein paar Male durchgespielt, aber mir ist aufgefallen halt, dass ich es noch nie als Magier durchgespielt habe. Und das werde ich jetzt halt einfach mal tun. Ich werde auf neues Spiel klicken. Ja, werden wir machen. Und dann werden wir dieses Spiel jetzt mal als Magier durchspielen. Da freue ich mich schon drauf. Ich wollte es eigentlich schon mal gemacht haben in letzter Zeit. Und ja, in Anbetracht dessen, dass ich jetzt halt seit kurzem mit Let's Plays angefangen habe, habe ich mir gedacht, komm, dann nimmst du das doch einfach mal auf. Lässt die Welt daran teilhaben, wie du probierst, in dem Spiel ein Magier zu sein. So, ich hoffe, die Ladezeiten dauern jetzt hier nicht allzu lange. Du fragst dich sicher, wo wir sind. Aber die richtige Frage lautet, was ist geschehen? Ich werde dir die Geschichte erzählen. Die Götter haben die Welt verlassen und ihre Sklaven, Wesen von uralter Macht, erheben sich wieder. In ihrem Zorn treiben sie die Menschheit in den Untergang. Die Überlebenden versuchen, einen der wenigen sicheren Häfen zu erreichen, aber niemand kann seinem Schicksal entfliehen. So, und da sind wir jetzt an dem Strand nach diesem Unwetter, was dort passiert ist. Aber ich glaube, es war gar kein Unwetter, das das Boot zerstört hat, sondern irgendeine mächtigere Waffe oder ein mächtigeres Geschöpf hat den Sturm verursacht und uns damit an diesen Strand hier gebracht. Und wir sollen jetzt diesen Strand durchsuchen und nach Überlebenden suchen. Aber diese ganzen Menschen hier sind leider ertrunken und tragen nur irgendwelche Ringe und Getränke bei sich. Hier sammeln wir ein paar Äste und ein paar Goldmünzen ein. Noch ein Knüppel. Und diese hier hat noch eine Lebensanzeige. Sie scheint zu leben. Liebe Sarah. Alles in Ordnung? Ich denke schon. Was ist denn bloß passiert? Das war dieser schreckliche Sturm auf See. Unser Schiff kenterte und offensichtlich sind wir hier in den Strand gespült worden. Wir können froh sein, dass wir noch leben. Die armen Schweine dort drüben haben nicht so viel Glück gehabt. Wo sind wir hier? Hab ich mich auch schon gefragt. Wir sind hier bestimmt nicht sicher. Du solltest dir eine Waffe besorgen. Ein Knüppel, ein Ast, irgendwas ist besser als nichts. Du findest bestimmt was am Strand. Ich warte so lange. So, wir haben ja natürlich schon eine Waffe gefunden, weil wir so schlau sind. Ich habe eine Waffe. Du musst die Waffe anlegen, damit du sie benutzen kannst. Nimm die Waffe aus deiner Tasche und pack sie auf den Rücken. Was? Sag bloß, das hätte ich jetzt niemals gedacht. So, aber wir wollen ja ein Magier werden und deswegen benutzen wir einen Stab. Lass uns losgehen. Gut, ich folge dir. Hier müsste es doch irgendwo einen Weg geben, der ins Landesinnere führt. Am besten siehst du dich mal nach einem solchen Weg um und folgst ihm. Aber sei vorsichtig. Ich glaube, da hinten im Wald hat sich was bewegt. Zieh besser deine Waffe. So, mit dem Mausrad können wir unsere Waffe ziehen.
Aber die brauchen wir jetzt im Moment erstmal nicht. Wir schauen uns noch ein bisschen hier um. Und ich habe einfach bei jedem Rollenspiel, was ich spiele, irgendwie diese Angewohnheit, dass ich einfach alles mitnehme, was ich finde. Ich sammle wirklich alles ein. Ich schaue mich überall um. Und ich habe einfach Spaß daran, hier diese ganze Welt und alle Ecken und so zu erkunden. Und das mache ich dann meistens auch und sammle auch jede einzelne Goldmünze auf, obwohl ich weiß, dass ich nicht alle brauchen werde. So, jetzt müssen wir hier einen hungrigen Seegeier erledigen, welcher sich schon an dem Leichnam eines Ertrunkenen gelabt hat. Nein, jetzt so. Wenn wir uns in eine Richtung bewegen und die Leertaste drücken, dann weichen wir aus, oder wenn wir zweimal diese Richtungstaste drücken. So. Ich hasse das, wenn diese Viecher die ganze Zeit am Ausweichen sind und nach hinten weglaufen und so. So, jetzt haben wir aber diese zwei Tiere erstmal erlegt. Die haben rohes Fleisch dabei. Angeschwemmter. Es ist kein Ertrunkener, er wurde nur angeschwemmt. So, da haben wir dann hier noch eine Muschel. Und hier im Wasser liegen, glaube ich, auch noch ein paar Dinge. Aber wenn wir zu weit ins Wasser laufen, dann sterben wir natürlich auch. Denn unser kleiner Held hier, der kann leider nicht schwimmen. Was irgendwie ziemlich doof ist. Aber, naja. So, was ist da? Achso, das ist dieser Totenschädel gewesen. Ich laufe nochmal kurz hier drüben hin. So, da haben wir jetzt noch eine Muschel. Die sammeln wir natürlich alle ein. Und diese ganzen Muscheln kann man auch öffnen. Und wenn man Glück hat, findet man da drin auch eine Perle, die man dann seiner Freundin schenken kann. Wie hier zum Beispiel. Oder womit man dann auch einfach nur handeln kann, um Gold zu kriegen. Und ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, damit kann man dann auch Gegenstände schmieden und sowas. Und da haben wir auch schon ein Jagdmesser gefunden. Ich glaube, ich rüste, Moment, der hat 10 und das hat 12. Dann nehme ich das Jagdmesser mal, auch egal, ob es jetzt irgendwie Einhand- oder Zweihandwaffe ist. Aber wenn wir uns später entscheiden müssen, welchen Waffenstil wir nehmen, dann nehmen wir auf jeden Fall den Stabkampf und werden uns für die Magie entscheiden und Runen und sonstiges lernen. Unsere Gesundheit ist ein bisschen geschwächt, deswegen esse ich jetzt mal einen Apfel esse ich mir. Und, achso, die zwei Sachen füllen nur das Mana wieder auf. Das brauchen wir aber im Moment nicht. Und dann laufen wir jetzt einmal hier diesen Weg entlang. Da haben wir wieder einen Seegeier. So. So. Da sind wir sehr schön ausgewichen und haben das Tier jetzt auch erlegt. Und da vorne haben wir noch ein Tier. So, eine junge Stachelratte. Pass auf! So. Und die haben wir jetzt auch erlegt. So, die hat rohes Fleisch dabei, damit wir das essen können. Zu essen bringt uns nicht viel. Genau. Wir brauchen eine Feuerstelle oder einen Herd. Wenn wir dann noch eine Pfanne finden, können wir es braten. Gebratenes Fleisch gibt eine Menge verlorener Energie wieder. Es gibt auch einige Pflanzen mit heilender Wirkung. Nimm am besten alles mit, was du an seltenen Pflanzen findest. Das werden wir natürlich tun. So, und die erste Pflanze finden wir auch schon hier vorne. Ein Druidenschierling. Welcher uns, wenn wir den essen, maximale Lebensenergie plus 1. Aber das werde ich jetzt noch nicht essen. Denn wir haben da vorne einen Wolf. Nein, das ist nicht der Grund dafür. Sondern wir können es daraus später noch Tränke herstellen, die dann halt die Wirkung der Pflanzen verstärken. Und hier haben wir noch einen kleinen Weg, der irgendwo in ein Waldstück reinführt. Da schauen wir uns jetzt natürlich auch erst einmal nochmal um. Hier haben wir ein Grünblatt, eine Art Heilpflanze, glaube ich. Hier haben wir ein Heilkraut. Jede Menge nützlicher Pflanzen, die wir sehr gut gebrauchen können, falls es uns mal ein bisschen dreckig geht. Und im Übrigen, im Moment geht es uns ein bisschen dreckig. Wir haben ein bisschen Lebensenergie verloren. Und die füllen wir jetzt mal eben auf, indem wir ein bisschen Heilkraut und Grünblatt essen. So, ich schaue nochmal kurz, was es hier hinten zu finden gibt.
Natürlich, einen hungrigen Seegeier. Wie soll es auch sonst sein? So. Dann nehmen wir davon die Hähnchenkeule nochmal mit. Und schauen uns nochmal ein bisschen ansonsten hier um. Ob es hier sonst noch irgendwelche interessanten Dinge gibt. Aber ich glaube nicht. So. Dann begeben wir uns jetzt wieder zurück auf den eigentlichen Weg, den wir laufen sollten. Und da sehen wir auch schon mehrere Fackeln und einen von Menschen geschaffenen Weg. Siehst du die Fackeln? Hier müssen irgendwo Menschen sein. Wenn wir den Fackeln folgen, werden wir bestimmt jemanden finden. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. So, eine Mana-Pflanze finden wir hier. Diese Pilze können wir leider nicht mitnehmen. Die sehen irgendwie lustig aus. Ich frage mich, was sie für eine Wirkung hätten. Oh, und der Wolf, genau. So. So, da haben wir den Wolf jetzt auch erlegt. Sammeln seinen Zahn ein und haben noch eine Heilpflanze gefunden. Und jetzt haben wir hier wieder dieses Spielchen, dass ich einfach alles aufsammeln muss. Jede einzelne Goldmünze wird mitgenommen. Und hier haben wir noch eine Höhle, welche wir uns in der nächsten Folge anschauen, genau. Wir werden die Höhle einschauen. Nein, wir werden da reingehen und sie uns anschauen. Und ja, ich bedanke mich erst einmal fürs Anschauen und sage mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.